Die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir uns sie betrachten, dann sehen wir, also Ahadith, die Ahkam beinhalten, die Normen und Regeln bzw. Urteile beinhalten, da sehen wir, dass es hier verschiedene Arten davon gibt. Wir können sie in verschiedene Kategorien einordnen. Es gibt Ahadith, die bestätigen einfach nur bereits vorhandene Inhalte aus dem Koran. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt etwas aus, er stützt sich hierbei aber nicht, also in seiner Aussage auf den Koran. Also er sagt nicht, Allah Ta'ala sagt so und deswegen tut oder lasst dies und jenes. Er macht eine Aussage und wir finden, dass etwas Ähnliches, Entsprechendes auch schon im Koran vorhanden ist. Das heißt, in diesem Fall hat die Sunna kein neues Urteil hergebracht, sondern einfach nur etwas Vorhandenes bestätigt und bekräftigt. Das ist eine Form von Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir eine Form von Ahadith, in denen die Sunna Sachen vorschreibt, die nicht im Koran zu finden sind. Also die Sunna führt etwas Neues ein. Sie führt etwas Neues ein, was im Koran nicht vorhanden ist. Ein Beispiel dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, eine Frau und ihre Tante zu heiraten. Das finden wir im Koran nicht. Wir finden im Koran, dass es nicht legitim ist, eine Frau und ihre Schwester zu heiraten. Das ist im Koran vorhanden. Aber das Verbot, eine Frau und ihre Tante zu heiraten, das hat die Sunna hinzugefügt. Das ist eine Form von Texten der Sunna. Und dann haben wir noch eine dritte Form von Texten in der Sunna. Und zwar Texte der Sunna, die Unerklärtes im Koran erklären. Die Unerklärtes im Koran erklären. Was meine ich damit genau? Es gibt gewisse allgemeine Befehle im Koran und Aufforderungen, die aber so allgemein gehalten sind, dass eine Umsetzung nicht unmittelbar möglich ist. Es benötigt weitere Details und diese Details werden dann oft in der Sunna erläutert und genannt. Wie zum Beispiel, Allah Ta'ala sagt im Koran, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. Dieser Vers handelt um eine bestimmte Art der Zakat. Eine bestimmte Art der Zakat. Den meisten ist ja bekannt, das ist trivial, dass die Zakat das Gold und Silber betrifft, beziehungsweise die Währungsmittel, die anstelle von Gold und Silber angewandt werden oder als Austauschmittel benutzt werden. Das ist ja etwas Triviales, aber es gibt andere Bereiche der Zakat. Die Zakat betrifft auch die Landwirtschaft. Die Zakat betrifft auch das Vieh. Also wer Vieh hat, in bestimmten Mengen, welches er nicht zum Verkauf besitzt, sondern einfach nur zum Wachstum und zur Fortpflanzung und um aus den Produkten dieses Viehs zu profitieren, wie zum Beispiel aus der Milch oder aus dem Fell oder was auch immer, der ist auch zu Zakat verpflichtet. Hier sagt Allah Ta'ala, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. Und am Tag der Ernte, gebt das Recht der Ernte ab. Also das heißt, in der Ernte gibt es auch eine Pflichtabgabe. Hier, Allah Ta'ala redet hier nur davon, oder in diesem Vers ist die Rede davon, dass es eine Pflicht gibt in der Ernte. Was muss ich abgeben? Wie viel muss ich abgeben? Ab wann muss ich abgeben? Muss ich schon bei jeder Ernte, auch wenn sie nur sehr geringfügig ist, etwas abgeben? Muss ich bei jeder Ernte, also alles, was geerntet wird, muss ich da etwas abgeben davon oder nicht? Das alles finden wir nicht im Koran. Das heißt, das ist die dritte Art der Sunna, die erläuternde Sunna. Die derartige allgemeine Aufforderungen im Koran erläutert. Ebenfalls das Gebet. An Dutzenden Stellen im Koran ist eine Aufforderung zu beten. Aber wie bete ich? Wie viele Einheiten soll das Gebet haben? Aus was soll das Gebet bestehen? Was soll ich darin sagen? Zu welchen Zeiten? Allah Ta'ala redet von einer Zeit im Koran.
حافظوا على الصلوات والصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Weil ich das Gebet ist den Mu'minun zu bestimmten Zeiten auferlegt. Was sind diese Zeiten? Diese Zeiten sind zwar, ich sag mal, sie sind ein wenig beschrieben worden im Koran, aber nicht detailliert.